So. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spione und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros. Dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister! Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl! Anker lichten und Segel setzen, Männer! Wir segeln nach Jamaika! Wow! Ich meine, Adele wird mir fehlen, aber wir haben attraktive Begleitung so laut zu brüllen. Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rick gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann... Kingston, ne? Habe ich das... Ja, genau, Kingston. Ja. Genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie. Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ah. Gut, das zu hören. Wow. Ich wollte die Aufnahmesession gerade beenden und ich hänge jetzt immer noch dran. Das ist echt krass. Das Spiel zieht mich jetzt gerade so mit. Wir können auch hier den Reisemodus. Ja, also handlungstechnisch, also wenn ich denke, wenn ich heute Mittag angefangen habe zu spielen und jetzt mittlerweile auf Abend zu, wo wir jetzt hier mittlerweile stehen, das ist schon krass, wie weit wir jetzt hier mit der Handlung jetzt hier fortgekommen sind. War schon krass, was wir hier sehen mussten. Oh, geil, mit dem Buckelwal. Ich hoffe, es ist ein Buckelwal. So, Kingston. Akzeptieren wir doch mal. Hm.
Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Na, noch möchte ich nicht verschwinden. Alles gut. Kein Governor mehr. Ja, stimmt, wir sind ja. Also dann. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Er ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Interessant. Den italienischen Diplomaten aufspüren. Ha. Ja. Und jetzt kommt mehr dem je das Assassin's Creed so, wie wir es kennen. Bloody Scalawags! Du kommst auf dieses Schiff im Guten oder mit Nachdruck. Ich könnte eine Wünsche nicht von der Spille unterscheiden. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Ja, wir sehen uns auf der Crew. Okay. Wie kann man hier nur... Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Va bene. Ich bin bereit. Va bene kennen wir noch aus den älteren Assassin's Creed Teilen, wo wir noch mit unserem Ezio gespielt haben. Was ich irgendwann mal in Zukunft auch Let's Playen werde. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keine ästhetische Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere. Ja, geil, schön. Ohne jeglichen Anstand. Viel schön. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Genau, weil es ja in Rom ja auch geklappt hat, die Welt zu beherrschen. Alles klar. Preise den Herren für importierte Weine. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Mio Dio, es ist widerlich. Was? Verdammt. Wie krieg ich das hin? Mal gucken. Va bene. Va bene. Bereit, gehen wir.
Das hätte ich vielleicht anders machen müssen. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, keinen ästhetischen Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Ja, mir auch. Kann's nicht verstehen. Es soll mir ein Rätsel bleiben. Preise den Herren für importierte Weine. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Mio Dio, es ist widerlich. Bastardo, ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Stadt doch ist. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Sinn für Ort. Oh, ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen, glaube ich. Das trifft den richtigen Nerv. Ja, bitteschön. Banabate, aber was anderes. Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Vabbè. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne, Fatzke. Darum hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren. Hurra! Ja! Nein! Warum wurde ich denn entdeckt? Oh nein! Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Okay, so kommen wir nicht weiter. Alles klar, ich hab's verstanden.
Okay. Bedauern, Captain Rogers. Lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja. Dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Und wenn das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Oh, der König ist ein Narr. Oh, Rogers. Mal los. Nö, nicht mit einmal los. Fand ich jetzt nicht so gut. Das fand ich jetzt überhaupt nicht gut. Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Ja, der Energy Drink tut es. Er sorgt bei mir für Gerechtigkeit. Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeih meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Prinz Vitae. Verrückter Hund. Prinz Vitae. Unsere Quellen sagen Prinz Vitae. Dann erreichen wir nochmal das Assassinenbüro, werden das jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. Kennt ihr ja mittlerweile. Als die Folgen mal ein bisschen länger werden. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Ja, okay, das hätten wir vielleicht auch geschafft. Okay.
1000 Reales, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich möchte mich an der Stelle fürs Zuschauen bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge. Assassin's Creed Black Flag.